Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2. Und wir haben eine Portokasse, die ihresgleichen sucht. Achso, okay. Ein Big Guy haben wir. Und neben Zauberer und Teamtrainings, weil unser Gegnerteam ist einfach noch stärker als beim ersten Mal. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade nicht richtig im Kopf. So, hier können wir noch nehmen. Okay, nehmen wir hier noch Apotheker. Dann haben wir hier, nehmen wir... Eigentlich will ich nicht so viele Starspieler nehmen. Weil... Aus Gründen, versteht ihr? Aber wir nehmen noch einen Rattenoger. Dann haben wir zwei dicke. Und dann gibt noch ein Team Reroll. So. Ich glaube 2900 oder so hat er. Oder 2690 irgendwie so. Auf jeden Fall unendlich viel mehr. Es ist eine krasse Liga. Vielleicht gibt er wieder auf. Tja, das wird spannend. Wir haben einen Starspieler. Wir haben Rerolls, wir haben... Ja, wir haben Blutweiser Babes, wir haben einen Goblin, einen Halbling-Koch. Wir haben kleine Chancen. Okay, wir haben zwei Big Guys. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Den Werfer behalten wir mal drin, habe ich mir überlegt. Und wir schmeißen dafür raus einen Feldspieler. Ja, die Aufstellung gefällt mir halt überhaupt nicht. Geh mal dahin, du gehst mal dahin. Geh dahin jetzt. Die stinken ja alle hier. Alter. Warum stehen denn die so weit hinten? Ich muss doch verteidigen. Tja. Leute. Es ist, da sind Klammerschwänze, sehe ich. Ich sehe viele Klauen. Die stinken alle hier. Abscheulichkeit, ne? Muss ich immer erstmal würfeln, bevor ich die angreifen darf. Tja, wir gucken mal, ob wir wieder aufgeben müssen. Er hat 8 Rerolls, hat einen Zauberer. Achso, das bin ja ich. 8 Rerolls und ein Zauberer. Oh je. Verwechsel mich immer. Ach, guck mal, Auswechselspieler hat er auch noch, des Todes. 4 Geschick. Was haben wir denn hier? 4 Stärke. Der hat auch so ziemlich alles. Der hat Zerquetschen, Tackle, Klaue, Mighty Blow, Klammerschwanz, Standfest, Hilfe, Blocker. Joa. Ausweichen hat er auch noch drin. Es wird ein ganz, ganz großer Spaß. Ein ganz, ganz großer Spaß, meine Freunde. Wir müssen mit den Großen Chaoskrieger umbumsen, irgendwie. Und das ist... Ja. Bis dahin habe ich einen Plan. Und dann ist aber auch vorbei schon wieder. Wir können hoffen, dass wir irgendwie an ihm vorbeigerannt kommen. Und das ist ja mal ein Schwänzchen hier. Süß. Passt nicht so recht zu so einem Chaoskrieger. Zudem hätte so einer auch eher gepasst, wie der Tiermensch hier hat. Ja, meine Lieben. Aber es ist natürlich das Einzige, womit wir über Verletzungen SSP generieren können jetzt irgendwie. Sind halt Leute, für die wir keine SSP kriegen. Das sind die Starspieler und der Söldner-Oger. Aber das sind die Einzigen, die uns helfen können, eventuell.
nicht ganz unterzugehen in diesem Spiel. Komm, ich darf auf eine zulässige Dings umstellen. Dann stellen wir doch hier noch den anderen hier rüber noch. So, und dann muss der hier wieder hin. Ja. So. So? Ich bin ein bisschen... Stellen, gehen wir hier noch einen ran. Muss er hier irgendwie ausweichen? Ja. Ja, hier gehen wir auch noch einen ran. Hier gehen wir... Ich weiß es nicht. Es ist... Tja. Leute. Es ist... Hat er zusätzlich... Er hat gar keinen mit zusätzlichen Armen mutiert, ne? Das machen die meisten. Dass die einem Tiermenschen zusätzliche Arme geben. Dass der schön, Eieiei. Rums. Da geht der Rattenoger schon mal down. Der Gemietete. Zerquetschen. Gib ihm. Geht dabei selbst zu Boden. Ist nichts passiert. Sehr gut. Phew. Phew. Der hat hier aber Support auch drin. Ohne Ende, ey. Aber einer reicht. Der eine supportet immer und dann... So, gelähmt. Sehr gut. Damit ist unsere komplette zerquetschen Benutzer auch noch. K.O. Mhm, okay. Damit sind unsere Chancen, irgendwen zu vertrimmen, arg geschrumpft. Tja, wir können die alte Skink-Taktik benutzen und mit den Gossenläufern um den Ball rumschwärmen. Das wäre jetzt mein Geheimtrick. Aber da hört es dann auch auf. Wir haben 8 Rerolls, also wir können jede Runde irgendwas rerollen. Ja. Tja. Tja. Wir blitzen jetzt hier unseren normalen, okay. Nice. Muss er schon Reroll benutzen? Ah, besser. Mist. Da hätte jetzt aber ruhig mal auch wenigstens einmal nur Schieben rauskommen können, finde ich. Der hat aber immerhin kein Dings. Kein Knochenbrecher. Bleibt stehen, okay. Ach so, dachte er zwingt uns damit jetzt hier mit den Gossenläufern ganz außen rum zu laufen. Na gut, auch gut. Ah, holt sich noch eine Stärke für den Oger, ja. Trotzdem nur 2 und legt ihn hin. Scheiße. Scheiße. Jetzt liegt... Oh. Gelähmt direkt, ne? Geil. Richtig geil. Und zerquetschen hat er auch noch. Richtig geil. Läuft, läuft, läuft. Oh, Leute. Ah, jetzt stellt er hier zu und zwingt uns mit den Gossenläufern außen rum zu rennen. Ja! Tja. Ich bin, es ist also... Tja. Er hat halt nur noch 2 Rerolls jetzt. Das ist doch schon mal positiv. Aha, versteckt sich schön weit hinten, ist klar. Auch nicht ganz dumm. Wie viel Bewegung hat der denn? Aha. Okay, da würden wir einen Würfel kriegen. Hier würden wir 2 Würfel kriegen. Warte mal, wenn wir hier... Dann machen wir uns in der Mitte schön was frei und haben den gedeckt. Das probieren wir. Wir haben genug Rerolls. Können uns das einfach erlauben. Sehr, sehr gut. Wählt aus, standfest. Shit. Da hätte ich drauf achten sollen. Supi. Ich wollte hier so schön ohne ausweichen. Aber gut, naja, ist dann halt so. Zeig mal, der kommt. Aha. Geh mal noch und stell dich mal... Da müsste er ausweichen, ne? Das könnte er noch machen. Ja, stell dich mal dahin noch. Und
dann würde ich hier nämlich auch wieder einen Würfel kriegen. Das machen wir. Yes. Nice. Geh da hin und folge. So. Das ist doch ganz gut gelaufen. Du kannst nur aufstehen. Du kannst hier den festhalten. Du bleibst mal lieber da, habe ich mir überlegt. Versteckst dich mal hier hinter dem. Er hat natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem mit seinem ganzen Draufgehaue, dass seine jetzt da auch überall rumliegen. Warum waren dann Go for it? Da ist auch wieder ein Go for it. Nehmen wir trotzdem mit. Wir müssen Druck auf den Ball kriegen. Wir haben noch unseren Reroll. Und du gehst mal hier rum. Hier gehst du hin. Das ist mir... Ich muss das mit den Go-For-Its echt nicht übertreiben, Leute. Tja, können wir immerhin so ein bisschen Druck aufbauen, ne? Okay, er möchte lieber außen rum. Könnte natürlich einen Pass versuchen. Egal. Wir müssen Druck machen. Wir haben eine Chance. Auf Chancen, so ein bisschen. Und deswegen machen wir das. Sein Ball ist schön weit hinten. Er rennt jetzt natürlich einfach vorbei, klar. Und stellt dann zu. Hier hat er welche, die frei sind. Die kann er da einfach mit hinstellen. Das ist, richtig. Tja, die Frage ist, was können wir anstellen? Nichts können wir anstellen, wa? Auch wieder gelähmt, das ist doch scheiße. Och, Leute. Dabei haben die doch 8 Rüstung. Und 12 hat er. Weißt du, ausgerechnet der, der 8 Rüstung hat, da würfelt dann eine 12. Das sind die, die immer eine Chance haben, stehen zu bleiben, weil alle anderen haben nur 7. Und die Stormwürmer haben halt 8. Die könnten ein bisschen was stehen, aber nö. Wozu denn auch? Eieiei. So, wir könnten... Er wird noch Leute vertrimmen, wa? Ja, klar, vertrimmt er noch Leute. Ha! Ha, ha, ha! Coolio! Ich muss sowas schon als Erfolg... Das gibt's doch nicht. Der hat auch immer, immer ein Rezept, ne? Tja, wie viel Unterzahl haben wir schon? Erst einen. Und wir haben noch Auswechselspieler. Das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Wir hätten einen von unseren Apothekern benutzen sollen für das K.O. Das ist auch nicht dumm, wenn wir ehrlich sind. Oh. Okay. Okay. Ach, er ist auch ein Unterstützer. Sehr gut. Immerhin fällt er mal nicht um. Da ist doch schon was. Ach, der ist rasend. Jetzt fällt er um. Na toll. Na, klasse. Na, klasse. Und direkt wieder gelähmt. Es ist herrlich. Es ist super. Und noch zermatschen. Gib ihm. K.O. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Den. Ach ja, das nimmt sich ja nichts. Ja, supi. Jetzt, wo ist er hin? Ach ja, bleibt nur gelähmt auf dem Platz. Okay. Okay. Ja. Tja. Warte mal, war wir mit dem hier. Ah, du bist nicht so dumm, wie ich aussehe, Digga. Der ist gar nicht so dumm, wie ich aussehe. Ich wollte jetzt mit ihm den blitzen und dann mich da hinstellen. Aber das vermiest er mir. Okay, der hat leider Support. Der steht mal erstmal auf. Aufstehen. So, der hat natürlich kein Ausweichen, der große Ratte. Der könnte hier Vertrimmung machen. Was haben wir denn davon? Dann stehen wir da. Yay. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Der hat auch Support. Das heißt, wir können nur den aus der Gleichung eliminieren.
Der hat auch Support. Scheiße. Das ist schlecht. Warte mal, wir können aber uns hier hinstellen mit einem Ausweichen. Wenn wir uns da hinstellen, dann haben wir da wenigstens gleiche Stärke. Ja, das können wir machen. Komm, wir haben nicht so viel Auswahl, wenn wir ehrlich sind. Und du stellst dich dahin. Es ist alles ein bisschen schwierig. Hier kriegen wir jetzt nämlich einen 2-Würfel-Block immerhin. Wo wir Deluxe schieben können. Geil. Richtig, richtig heiß. Und ich bleibe. Komm. So. Tja, wenn wir jetzt mit dem blitzen... Ist doof. Das ist echt doof. Steh mal auf. So. Das gibt nur 2 Würfel. Das können wir riskieren, wa? Können das auch von hier riskieren. Und sind dann mit dem anderen dichter dran, um eventuell noch Sachen zu machen. Do it. Vielleicht hätte ich auch zaubern sollen. Der hat leider Blocker. Wir müssen hoffen, dass was Besseres kommt. Besser. Sehr viel besser. Naffelmäuschen, da bist du wieder. Ach, der hat Ausweichen. Scheiße. schieb den dahin zum Rattenoger. Komm. Kacke. Soll ich da noch hingehen? 33% Ausweichen. Ich geh lieber vielleicht noch einen weg. Jut. Haben wir das. So. Der kriegt natürlich von hier Stärke. Da käme ich mit 2 Go-For-Its hin. Achso, irgendwer hat das Support bestimmt wieder, ne? Alle beide. Okay. Dann gehe ich mit ihm... Wo gehe ich denn hin? Hier. Ich glaube, wir probieren nächste Runde einfach mal zu zaubern. So, was ist das? Sehe ich den 2. Würfel nicht. Naja, gut, ja. Eh egal, neben dem Totenkopf. Ha, gelähmt. Geil. Tja. Tja, Leute, das ist wirklich... Also, oh. Aber traurigerweise, ne? Läuft es wesentlich besser als das Spiel gegen die Orks, die nur 200 Punkte mehr hatten. Unfassbar. Unfassbar. Ich kann immer ein bisschen Druck machen. Es ist Runde 3 und wir haben erst einen verloren. Gut, den haben wir jetzt apothekisiert dann gehabt, aber... Ne? Der steht immer noch hier. Da muss er 2 Angriffe auf den... Okay, ach so, das ist wieder der mit dem Frenzy und Klaue und Knochenbrecher und Hörner. Ja. Der ist natürlich übel. Tja. Ihr merkt vielleicht, dass ich leicht, aber wirklich nur unwesentlich ratlos bin, was ich anstellen soll. 188 SSP. Der eine Knilch, 226 SSP. 123 SSP. 105. Guckt euch diese Spieler an, ey. Unfassbar. Der kriegt nur 2 Würfel. Kann ihn aber trotzdem in den Schmutz legen. Und schon wieder gelähmt. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Und zerquetschen, komm. Wieder nur gelähmt. Glück gehabt, Schmück gehabt. Es ist die reine Glückseligkeit. Wir sind... Es ist... Ja, natürlich 3. Ach, das ist hier auch noch der mit der 1 Stärke, ja. Oh, herrlich. Hat er 3 Würfel, legt den hin. Aber er liegt nur. Jetzt guckt euch das an, wie die Leute hier durchhalten. Leute, sage ich schon. Ratten, natürlich. Diese tapferen kleinen Ratten. Yes, yes, yes. Easy peasy, kein Problem, Digga. Jetzt hole ich mir gleich den Ball, mein Freund. Jetzt stellt er die natürlich gut zu, ne? Wollen wir einfach mal zaubern jetzt? Er hat... Ja, wir zaubern einfach jetzt. Oh ja, ich hab den Trick. Wir zaubern, dann stehen wir mit unserem Werfer auf. Ach, der ist gelähmt, der scheiß Werfer. Mann, ich hätte jetzt gezaubert, wenn der hinfällt, stehe ich mit dem Werfer auf, schnapp mir den Ball, werf den darüber, renne durch, mach Touchdown. Das wäre doch der Trick jetzt gewesen, Leute, oder? Aber der Werfer ist halt
gelähmt und kann nicht aufstehen, um den Ball zu werfen. Das ist das große Problem an dem Plan. Ja. Warte mal, wir könnten... Der ist Frenzy, ne? Der ist Frenzy. Da könnte ich mich hier ranschieben. Da könnte ich mich da ranschieben an den Ballträger. Ja. Yeah. Mit Ausweichen. Das ist natürlich mein Lieblingsplan. Alles scheiße, so ein bisschen. Alles so ein bisschen scheiße, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Okay. Du steh mal auf. Aufstehen. Und dann kriegen wir hier wieder zwei Würfel. Das nehmen wir erstmal mit. So, das ist natürlich prima. Aber wir rerollen das nicht. Das brauchen wir noch für andere Dinge jetzt. Und zwar zum Beispiel, wenn wir den hier blitzen wollen. Wenn wir den hier blitzen wollen, brauchen wir... Ach, come on. Ach, come on. Ach, come on. Da ist er weg, der Reroll. Tja. Gut. Sehr gut. Schieb den da hin. Ach, abgewehrt. Na gut, aber... Können wir hier noch einen Rattenmann hinstellen. Den stellen wir aber mal... Wo stellen wir den denn jetzt hin? Stellen wir hier hin, ne? Hier hin? Oder stellen wir den direkt ran? Wenn wir den direkt ranstellen, kriegen wir erstmal von den anderen aufs Maul. Ne, wir stellen den mal... mit zwei Go-For-Its ist mir wieder nichts. Ein Go-For-It müssen wir jetzt mitnehmen. Es gibt Dinge, die muss man riskieren. Sehr gut. So, Ratten-Oger-Typi müsste hier ausweichen. Shit. Ach, der hat ja wildes Tier. Der hat ja nur 50% Aufstehchance jetzt. Oh, Glück gehabt. Goodie. So, du kannst dich mal dahin stellen. Ohne Go-For-It nur einen ausweichen. Machen wir. Klammerschwanz. Da habe ich nicht... Das hätte auch ins Auge gehen können. Kommst du nur mit Go-For-It? Dann stell dich mal hier mit hin. So. Bedränge hier einfach mal Leute. So. Und du... Wen hauen wir denn da? Sind beide Assi, ne? Sind beide Assi? Aber der hier hat noch Dings. Wir müssen solche Dinge jetzt machen. Na, haben halt alle Blocker. Das ist natürlich in dem Moment ein Problem. K.O. Sehr gut. So habe ich mir das gewünscht. Tja. Aber ich finde, also wenn... Ach shit, jetzt stehen hier alle Gossenläufer wieder hinten. Ich hätte einen vorne lassen müssen für meinen Plan von letzter Runde, ich Trottel. Sehr nice. Das ist viel Glück bei drei Würfeln. Okay, will ihn surfen. Hat natürlich auch einen Klammerschwanz. Oh. Nice. Wie holst du das? Nein, okay. Heieieiei. Es ist spannend. Es ist doch verhältnismäßig spannend. Ich hätte es nicht erwartet. Also ich habe natürlich bisher keinen Stich gesehen, um an den Ball zu kommen. Obwohl zweimal habe ich den Ballträger schon angegriffen. Ich verbuche das jetzt mal als Erfolg hier. Das ist so... Nice, nice. Gute Runde. Drei Leute auf den Füßen geblieben. Von dreien bisher. Das ist richtig, richtig Deluxe. Und wenn er mit dem Ballträger nicht wegläuft, kann ich den sogar blitzen mit dem. Warum steht der Gossenläufer hier so auf Tuchfühlung? Ach, weil er den, unverletzt. Nice. Richtig gut. Keine langfristige Auswirkung, aber wir brauchen den. Keine Verletzung. Auswechselspieler. Sehr gut. Den brauchen wir wieder. Ja, den kannst du jetzt natürlich einfach verprügeln hier, ne? Tja, und gelingt ihn noch. Ah, damit hat er hier eine Lücke zum Durchlaufen, klar. Hier ist niemand mehr. So viel zu meinem schönen, ich blitze ihn mit dem Rattenoger. Ist nicht. Ah, läuft er darüber, okay. Ist mir recht.
Ist mir recht. Tja. Er hat natürlich viel Stärke. Das ist unangenehm. Das ist sehr, sehr unangenehm, meine Freunde. Immer ein Feuerball. Dahin. Rums, rums, rums. Nice. Oh, oh, das war schlecht. Oh, Mann. Oh, Mann. Brauchen den Werfer. Oh, Gott. Tja. Tja, Leute. Das war der Haken an dem Plan, ne? Okay, jetzt können wir... Ah, der steht hier natürlich daneben. Die steht hier leider auch daneben. Tja, wie können wir jetzt... Wir können den nicht... Kriegen den nicht geblitzt da hinten. Dann... Blitzen wir den einfach. Blitzen den einfach und verkacken ohne Ende. So. So, okay. Tja. Ja, lauf da einfach hin, versuch's, komm. Läuft bei ihm. Apropos läuft, wo läuft er denn jetzt hin? Soll er hier? Ja, komm, wir müssen Dinge probieren jetzt. Nein, jetzt fällt er noch hin. Tja, meine Lieben, ich glaube, in der Veteranenliga sind wir mit so einem neuen Team wirklich ein bisschen falsch. Da sollten wir vielleicht, könnt ihr auch mal drüber sagen, weil in der Flossengenossenliga ist halt echt nicht so viel los. Ob wir unsere Dinosaurier in die Veteranenliga ziehen wollen, weil die sind ja doch ziemlich stark, auch schon gut gelevelt. Und jetzt habe ich hier natürlich die risky Sachen gemacht, bevor ich den da aus der Crowd rausholen konnte, aber naja. Tja. Wisst ihr, das wäre doch mal eine Idee. Weil mit denen hätte ich hier... Da hätte er sich noch mehr Mühe geben müssen. Obwohl... Ne? Tja. Tja. Leute, was machen wir da jetzt? Schon wieder einer gelähmt hier. Gibt's doch nicht. Ist der ein Supporter? Na klar, die sind alle Supporter. Kriegen wir gleich fette -3... Dings. Den leichter jetzt liegen. Das ist mir zu gefährlich. Tja. Nice. Bisschen Glück gehabt. Der steht noch. Sehr gut. Oh. Kann er noch blitzen. Na klar. Und zwar, ach, mit dem wieder. Die Kacksau, ey. Der ist übel. Tja. Gelähmt. Und er versucht's wieder. K.O. hat er geschafft diesmal. Na also. Tja. Tja. Aber wisst ihr noch, also wisst ihr jetzt natürlich nicht, weil ihr habt nur ein Spiel gesehen, aber bei Zwergentinien, die hatte ich auch in genau dieser Liga. Und da haben die nicht so viel Mega-Gegner gekriegt. Also beim zweiten Spiel hatte ich auch nur Dings. Auch nur Tausender. Tja, was machen wir jetzt? Können den erstmal versuchen? Das bringt nichts. Das bringt alles nichts. Komm, hau den platt hier. Das rerollen wir? Einfach nur... Na gut, okay. Ja, und wieder K.O. Sehr nice. Tja.
Tja, jetzt hat sich doch nochmal ganz schön schnell gewendet. Aber das Ding ist, die stehen hier alle nur draußen. Wenn ich ihn jetzt zwingen könnte zu Touchdown, was ich nicht kann, wären die alle wieder da. Also zur Halbzeit können wir einmal gucken, weil wir haben keine Verletzten. Wir können nach der Halbzeit, können wir uns wieder in voller Mannstärke, wenn wir Glück haben, aufstellen. Tja. Hätte vielleicht doch noch den anderen Starspieler nehmen sollen, wa? Den kann er immer nur schieben. Da komme ich aber nicht hinterher, ne? Höchstens mit 73 Go-For-Its, aber ich habe ja nur 2. Achso, er hat noch... Ah, wieder der Assi, ey. Den kennt nie Lane. Der ist übel. Rums hat natürlich Tackle. Und wieder gelähmt. Achso, K.O. direkt, okay? Okay, ja. Gut. Was? Was denn jetzt? K.O. oder gelähmt? Hä? Verstehe ich nicht. Hat er ihn jetzt aus dem K.O. rausgeholt mit seinem, mit seiner letzten Attacke? Ich weiß es nicht. Stellt den hier halt jetzt Todes zu. Aber mit dem könnte ich jetzt, mit dem kann ich dahin blitzen. Jawohl. Außer er fault ihn. Dann kann ich nirgends mehr hinblitzen. Eieiei, Leute. Tja, das ist ein gutes Foul. Und? K.O. Okay. Hält sich nur in Grenzen. Komm, schick ihn runter. Schick ihn doch runter jetzt. Er wird nicht mal runtergeschickt. Unfassbar. Hat der extra was dafür? Nein. Ah, das wäre jetzt gut gewesen, wenn der jetzt vom Feld geschickt worden täte. Hätte uns das was gebracht. Dann hätten wir noch den Hauch einer Chance. Noch 3 ganze Spieler auf dem Feld. Es ist herrlich. Geil. Gut, dass wir Rerolls haben. Besser. Viel besser. Das ist awesome. Ach, sehr nett von dir. Sehr nett. Ja. Geil. Richtig, richtig Deluxe. Renn mal hier hin. Mach mal ein bisschen Druck. Jo. Hat sich auch erledigt. Tja. Aber keiner dauerhaft ausgeschaltet, ne? Die können alle wiederkommen. Nur schade, dass wir den Anstoß... Ne, er hatte den Anstoß. Wir können sogar... Oh, meine Freunde. Wir haben die Chance zur Halbzeit, wenn er jetzt... Das ist natürlich jetzt das Problem für ihn. Irgendwo. Dass keiner wirklich dauerhaft ausschaltet hier gerade. Das bedeutet, wir können zur Halbzeit, wenn wir dann den Dings haben, den, den Anstoß, können wir ausgleichen. Wir können hier ein Unentschieden spielen. Und da kann er einmal nur schieben. Aber jetzt hat er noch einen. Und kann wieder nur schieben. Oh, er hat gererollt. Schlechter. Geil, konnte nur schieben. Der hat halt leider 4 Stärke. Hat der Support? Der hat natürlich Support. So habe ich mir das gedacht. Das finde ich prima. So habe ich das gern. Tja. Er hat danach noch einen Zug. Er kann... Er kann Dinge tun, ja. Tja. Ich lasse den auch liegen. Dann muss er einen Foul riskieren. Und ich versuche mit dem noch rauszurennen. Aber wohin? Hier habe ich eh... Hier sehe ich eh keinen Stich. Selbst wenn ich den damit daneben stelle, bin ich in Unterstärke. Da drüben komme ich nicht hin. Ich könnte versuchen wegzurennen. Ich glaube, ich nehme das Foul lieber hin. Und hoffe dann, dass er... Dass er vom Platz geschickt wird. Das sind meine Chancen. Hat er ausweichen? Nein. Ja, wir nehmen das, weil wir nicht sterben. Das finden wir gut. Schieb den da hin. Und folge. So, und du bleibst liegen und der andere bleibt auch liegen. Wir hoffen jetzt, dass die Halbzeit schön schnell vorbei ist. Er hat leider noch einen Reroll. Das wäre jetzt zauberhaft, wenn er versucht, hier Leute anzugreifen. Und
Ach, er kann ihn gar nicht faulen. Also er kann schon, aber wenn er vom Platz gestellt wird, kann er nicht mehr touchdownen. Das wäre natürlich sehr fein. Macht er deswegen auch nicht, glaube ich. Also ich glaube, du erreichst nicht 3000 Punkte Teamwert, wenn du solche Sachen nicht weißt. Oder hat er Bestechung gekauft? Weiß ich auch nicht. Eieiei. So. Klappt natürlich. Und springt drauf. Klar. Do it, Junge. Nur K.O. Easy peasy. Wir haben noch zwei Spieler auf dem Feld. Zwei. Das ist mein absoluter Rekord. Und jetzt muss er Touchdown. Richtig. Läuft. 1-0. Und jetzt können alle von uns noch aufstehen wieder. Komm. Und wir haben noch einen Zug. Alle stehen auf. Nice. Und wir haben noch einen Zug. Und wir haben noch einen Zug. Das bedeutet... Das bedeutet, wir haben nur diesen Einzug. One-Turn-Touchdown traue ich mir jetzt nicht zu. Nee, reicht doch nicht. Achso, er ist erstmal dran. Ja. Okay, schöne Defensive, die er sich hier hinstellt. Gibt mir nicht viel Angriffsfläche. Wir müssen jetzt Leute verhauen. Wir müssen, jetzt müssen da einfach Chaoskrieger umfallen. Stellen den Werfer noch hinten hin auf und hoffen, dass wir noch einen Pass hinkriegen. Und das war's denn. Also, wir versuchen natürlich noch hier Chaoskrieger zu töten. Nein, töten wollen wir die natürlich nicht. Das sind sehr, sehr wertvolle Spieler, wie ich das so sehe. Die wollen wir nicht töten. So, stell dich mal dahin. Du stell dich mal dahin. Ich sagte, stell dich dahin. Ratten-Ogerman? Dahin bitte? Ach so. Ich muss dafür Leute wegschieben, natürlich. So. Das wäre ja zu leicht. So, wir brauchen jetzt hier keine Gossenläufer mehr. So. Und jetzt können wir die da vorne nämlich schön hinstellen. Du gehst mal hier. Du gehst mal da. Wollen wir mit ihm blitzen eigentlich? Können wir hier zum Blitzen hinstellen? Ja. Du gehst hier. Tauscht ihr mal? Das dauert immer. Es dauert immer. So. Und du... nein, nein, nein. Du gehst hier hin. So, nehmen wir das mal. Ja. Ah, der hat natürlich Kick. Was? Ein aufgebrachter Fan? Was ist das hier? Das Quick Sandwich Bude? Was? Gültet nicht, anscheinend. Okay. Na, schön zu unserem Werfer gekickt. Das ist nett. So. Und wir versuchen jetzt... Kriegen wir nicht. Hier kriegen wir aber, ne? Hm. Hier kriegen wir zwei. Fangen wir hier an. Komm. Do it. Schieb. Schieb. Oh, da kriegen wir jetzt Minus. Das ist natürlich schlecht. Ich rerolle das. Nicht besser. Shit. Jo. Und K.O. Mano. Nojo. Hat er sie natürlich schlau aufgestellt, ne? Ja, ich hätte da lang machen sollen. Naja. Egal. Halbzeit.